Hallo, hallo. Guten Tag. Ich hoffe, der Sound funktioniert so. Weil ich habe Sound bei mir geändert. Also ich habe mein komplettes Soundsystem geändert. Hallo. Okay, das ist mir ein bisschen zu laut. Muss ganz schön für mich leiser machen. So. Ich hoffe, es funktioniert so. Warum steht bei mir noch, dass ich offline bin? Jetzt steht bei mir, dass ich online bin. Yay. Oh shit, Aki, ein Problem, man hört dich. Nein, ah shit, warte, warte, ich kann auch... Ich habe gerade gesagt, ich kann auch ausmachen, also so ist es nicht, ne? Ich kann mich für den Stream auch muten. Du mich auch. Nee, aber ist der Sound so besser als die letzten Streams? Weil eigentlich müsste es jetzt besser sein, tatsächlich. Weil vorher hat man ja so einen ekelhaften... ja, Bass im Hintergrund bei mir gehabt. Und also, mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Oh. Jenny Loffers, dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Ja, finde ich schon perfekt. Willst du eigentlich noch einen hirnverlorenen Text zum Anpinnen haben? Gerne, gerne. Du kannst auch reinschreiben, dass ich Sound ein bisschen geändert habe und falls was ist, dann muss man gerne Bescheid sagen darf. Das kannst du gerne reinschreiben, so in einem kleinen Minitext. Hallöchen, Jenny. Hallo. Nicht wundern, Leute. Ich mache jetzt noch drei Anführergegner, weil ich hab die ganze Zeit Genshin gespielt und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu spät. Ein bisschen sehr zu spät. Oh mein Gott, ein bisschen sehr viel zu spät. Weil ich komplett die Zeit vergessen habe. Ich, ja, cool. Aber ja, ich mache jetzt noch die 10 Anführergegner, beziehungsweise 3 Stück brauche ich nur noch und dann machen wir Lantern Ride. Yay. Ich werde einfach den Eis... Den Eisbrei verprügeln. Alter, okay, die Soundanlots sind sehr laut bei mir. Ich werde den Eisbaum verprügeln. Aber... dafür nehme ich Gumming mit. Willst du mich eigentlich verarschen? Du Mistvieh, Alter, geh weg. Ja, die sind laut. Ich kann die auch leiser machen. Warte mal, ich mache die mal ein bisschen leiser. Hab die mal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, es geht jetzt. Wartet, ich teste es mal ganz kurz aus. Ihr müsst keine Punkte extra dafür aufopfern. Ich teste es mal mit dem Klee-Sound aus. Das geht doch. Das ist doch besser. Meiner Meinung nach besser. Her mit Gumming. Ich muss den Bub richtig ausbauen, aber ich habe halt keine guten Artefakte für ihn. Fuck mich das ab. So. Und solange wir warten, bis der respawnt, weil ich actually am liebsten gegen den kämpfe. Ich habe eben was bekommen, wo ich mir dachte, ey, der Otter wird sich freuen, aber ich habe es mir extra für einen Stream aufbewahrt, weil ich in der Hoffnung bin, dass ich Streamerlack bekomme, okay? Ich habe einfach nur Hoffnung, dass ich Streamerlack bekomme, okay? Bitte. Das ist ja was, ne? Ja. Ihr seht's nicht. Wartet mal. Ich mach mal meine Cam weiter nach unten, damit ihr es sehen könnt, damit ihr die Subsets sehen könnt. Cam. Das... Ja, wartet. Nein, Cam, bitte, kannst du aufhören, dich dran zu klippen? Danke, geht doch. Diese Substats sind so schön. I can't. Also, actually, ich hab halt eigentlich schon gut, ne?
Ja, vielleicht wird das hier einfach besser. Vielleicht wird das einfach besser. Wer weiß, vielleicht wird's besser. Ich werde jetzt einfach mal, ne? Wir werden jetzt einfach mal gucken. Ey, es geht schon mal in Crit-Schaden rein, also. Bitte lass mich Streamer-Luck haben, bitte. Es geht in KT, okay. Und selbst wenn, für Child ist das, glaube ich, auch ganz nett. Den Bub sollte ich vielleicht auch mal ausbauen, wenn ich ihn auf C1 habe. Versehentlich. Red nicht über die Child-Puls damals. Nein. We don't talk about it, okay? Ach komm, ich mach's ganz hoch. Okay. Sag mal, Benny. Wie viel Crit-Schaden hat er denn? Wartet mal. Eigentlich würde ich gerne so viel Crit-Schaden schon behalten. Wir nehmen mal das andere und gucken mal, wie jetzt die Stats aussehen. Huh. Ich weiß nicht, was ich besser finden soll. Ach, Digga. Meine Güte. Ich weiß nicht, welchen ich besser finden soll für den Otter. Sagt ihr mal was. Deswegen ist das hier ist halt Onset, ne? Das wäre halt auch schön. Dann kann ich irgendein anderes Offset nehmen. Irgendeins, welches vielleicht nicht so gut ist. Habe ich ein nicht so gutes Artefakt auf den Otter? Braucht er Aufladerate? Er braucht keine Aufladerate, oder? Ich würde das Onset nehmen und ein anderes austauschen. Ja, bin ich auch gerade im Überlegen. Braucht er überhaupt Aufladerate? Ich glaube, er braucht keine Aufladerate, weil dann kann ich das hier einfach Offset nehmen. Nee. Was haben wir denn hier noch? Ach komm, wisst ihr was? Ich werde nachher mal gucken. Ich will jetzt hier Dingens machen. Ich will das hier machen. Alter, ist das ein XXL-Text! Besonders viel Doofheit mit reingeflossen. Ein wunderbares Aki in ihrer Verwirrtheit, wie wir sie lieben. Bosse töten, hier. Rumklatschen da, Lantern Ride Event an der Spitze und zusammen ein wunderbar kombiniertes Chaos. Frage an die Zuschauer, ist der Sound unserer Verwirrten so in Ordnung? Gerne Meinung im Chat mitteilen. Nach Genshin gibt es noch ein bisschen Chaos im Lande des Anubis, was machst du? Und damit verbuddel ich mich wieder zurück in den Modkiller-Helfern und bleib flossig. Perfekt, Kyo. Perfekt. Ich tausche die Krone ruhig aus, wenn du eine bessere hast. Gerne, falls du morgen oder so Zeit hast, kannst du mir gerne mal helfen, den Otter richtig zu bauen und mir deine Meinung mitteilen, weil ich weiß nicht, wie man ihn richtig baut. Just saying. Also doch schon, aber nicht so gut wie ihr. Also da kannst du mir gerne helfen. Jo, klar, perfekt. Ich muss übrigens sowieso mal wieder den Rente-Eier-Service buchen. Grimm. Ich muss vielleicht die nächsten Tage mal in die Mondstadtsphäre. Ich brauche den Rente-Eier-Service. Ich würde es nur erwähnen. Ich würde dich nur vorwarnen. Ich muss den mal wieder buchen. I'm sorry. Ich finde das so gut, dass dieses Rente-Eier-Jahr sich durchgesetzt hat. Musste das damit anpassen, weil Twitch mir die ganze Zeit sagte, der Text sei zu lang. Ey,
Ich hasse die Zeichenbegrenzung bei Twitch, weil sie dir auch nicht anzeigt, ob du jetzt über dem Text bist oder nicht. Es zeigt dir das halt nicht an. Das ist halt ein bisschen ranzig. Kannst du den nicht mal für gute Sachen buchen? Die arme ARK muss ständig in diese Drecksinstanz. Es tut mir leid, ich brauche halt den Rente-ARK-Service dafür. Ich, weißt du, es gibt viele Dinge, wo ich gerne auch den Rente-ARK-Service buche und wo ich auch gerne alleine reingehe, aber da, da gehe ich niemals alleine rein. Das kannst du vergessen. Das ist dir lieber, wenn ich da reinlatsche mit Lini und Kasu. Das geht auch, das geht auch. Ihr könnt auch zu zweit mitmachen. Weil, wo ist mein schlaues Buch? Da ist mein schlaues Buch. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Morgen ist Mittwoch, ne? Morgen müsste ich für Venti rein. Na, über meine Leiche, oh. Aber ja, morgen müsste ich für Venti rein. Heute müsste ich da eigentlich für Diluc rein. Und montags und donnerstags müsste ich dort für Child rein. Und für Klee. Und für Sucrose. Seid froh, dass ich heute keinen Bock drauf habe. Also wirklich noch, und ich habe keinen Bock da drauf. Pass auf, sonst sind wir beide dran. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne beide mitmachen. Okay, ich bin mal weiter. Ich muss das mal lauter machen bei mir, ich höre es kaum. Und das mal bei mir auf 50%. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Ich sag grad so, Digga, wer spricht da? Ja, ich reinlatsche, sollte ich auch damit rechnen, dass irgendjemand mit mir spricht. Also ich werde da nicht viermal die Woche reingehen, das kannst du knicken. Nee, nee, ich brauche den erstmal nur morgen. Das ist vollkommen okay. Morgen will ich für Venti rein. Weil mein Venti, ich shame on me, er ist noch nicht Triple Crowned, obwohl ich Venti liebe. Aber es ist halt die Sphäre. Ganz ehrlich, bitte, bitte wechselt einfach die Sphäre aus. MiHoYo, bitte, verändert diese Sphäre. Danke. Es wäre nett. Okay. Wartet, ich muss ganz kurz gucken. Hallo, Benny. Alter, 30 Streams, was? Benny, ich hab manchmal Angst vor dir. Yay. Okay, Leute, wir machen mal ganz kurz Genshin aus. Ich weiß nicht warum. Q schreibt gerade mit mir, sie möchte ganz dringend ganz kurz auf meinen Genshin-Account. I don't know why, but yeah. Q, ich bin off, du kannst kurz rauf. Weil Q ist meine Genshin-Account-Verwalterin mit, falls ich mal Migräne habe und meine Dailies nicht machen kann, macht sie auch die auch für mich. Jeder hat so jemanden im Leben, wenn man hier Genshin spielt. Vielleicht verlierst du dein Stuff. Nein, ich vertraue Q. Ich vertraue Q. Ich glaube nicht, dass Q irgendwas Doofes mit meinem Account macht. Ich vertraue Q. Yay. Ich verlasse deinen Store. Nein. Nein. Okay. Will ich wissen, was sie auf meinem Account macht? Na.
schon die ganzen Trailer gesehen, die ich im Discord gepostet habe. Irak, ich bin so kurz davor, dich anzuschreiben, ob du eventuell einfach eine eigene Trailer-Ecke haben möchtest auf meinem Discord. Ich würde sie einfach Iraks Trailer-Ecke nennen. Möchtest du eine eigene Trailer-Ecke haben, wo du die ganzen Trailer reinposten kannst? Ich habe sie noch nicht durchgeschaut, weil ich nicht dazu komme. Aber ich bin sehr, sehr hyped darauf. Auf die Avatar-Serie. Ich bin sehr hyped darauf. Also meine Eckdaten von Genshin haben nur 2 Leute und eine davon ist meine Tochter. Ja, gut. Ja. Ich bin auch gespannt auf Avatar. Wenn ihr wollt, können wir uns kurz den Avatar-Trailer kurz angucken, solange wir auf Q warten. Wir können uns generell ein paar Trailer anschauen, wenn ihr wollt. Solange. Weil sonst haben wir jetzt gerade gar nichts zu tun. Und so ohne Musik ist halt auch doof. Komm, wir schauen uns ein paar Trailer an. Wir schauen uns jetzt ein paar Trailer an, wartet. Ich mach die kurz auf. Do it. Yes, yes. Ich mach die kurz auf, wartet. Sharing Media Links. Holy Macaroni, war das laut. Ja, mach ruhig, ich führe gerade Krieg mit meinem PC. Perfekt. Bin auch gespannt auf eure Trailer-Ecke, würde reichen. Soll ja auch andere Trailer posten können, nicht nur ich. Ich würde es trotzdem Iraks Trailer-Ecke nennen. Okay, das ist Trailer von Avatar, Herr der Elemente. Man muss dazu sagen, ich glaube, 90% aller Leute, die hier sind, kennen die Serie. Kennen die Avatar-Serie. Und lieben die Avatar-Serie und haben sie vermutlich gesuchtet. Ich habe sie mehrfach durch, einfach aus dem Grund, ich bin mit Nickelodeon aufgewachsen, beziehungsweise erst hieß es ja Nick, dann hieß es Nickelodeon, dann Nick, dann Nickelodeon, dann Nick, dann Nickelodeon, dann Nick, dann Nickelodeon. Ich weiß nicht, wie oft die ihren verdammten Namen geändert haben, aber ja. Und da lief das dauernd. Da lief das nur, okay? Ich war so erst dieses Nickelodeon-Kind, dann war ich so dieses Kind, welches endlich auch mal Super RTL entdeckt hat und ich war nie das Kika-Kind. Ich sag, wie es ist, ich war nie das Kika-Kind. Es tut mir leid. Kika war so nie meins. Ich bin also nicht mit solchen Sachen wie Schloss Einstein oder so aufgewachsen. I'm so sorry. Kenn ich nicht. Aber ja. Ich will gar Kriege. Aufgeben ist keine Option im Krieg. Ja, aufgeben ist keine Option. Spoiler, der PC gewinnt. Nein! Das würde ich gewinnen. Perfekt! Ja, hab sie einmal geguckt und dann ist bei mir so Mittelfeld, sorry. Grimm, was? Du hast Avatar nur einmal geschaut? Ich bin so kurz davor zu sagen, weil startet die nicht Donnerstag, die Serie? Die Serie ist eigentlich echt lang, aber ich bin ganz kurz davor zu sagen, ich werde davor wenigstens so ein bisschen was davon noch schauen, so durchskippen die Serie nochmal. Bin am überlegen. So eben ist der Mod-Status bekannt geworden. Nein, 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 nein. Okay, wir schauen den Trailer. Ihr müsst mir sagen, ob der Sound so geht, by the way, weil ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu laut. Wartet mal, ich mach mal hier auf so viel. Sollte eigentlich klappen. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu leise. Ich weiß es nicht. Wartet mal. Alter. Nein, ist nicht dein Ernst, Q. Wartet. Wir schauen den gleich. Wartet. Wir müssen kurz in Genshin rein. Ist nicht dein Ernst, Q. Q hat mir gerade geschrieben, sie wird direkt in die Unterhaltung geschmissen, wenn sie on geht in meinem Account. Oh nee, Alter, Genshin! Eine Sache, die ich mir wirklich wünsche an Genshin. Nen verdammten dunklen Ladescreen. Jede verdammte Seite, jedes Spiel schafft es heutzutage, einen dunklen Ladescreen zu haben, einen Dark Mode einzubauen. Nur ihr nicht! Ja, Irak, wir schauen den sofort. Ich habe ihn im Hintergrund immer noch offen, wir schauen ihn sofort. Wir müssen diese verdammte Unterhaltung jetzt erstmal machen.
nicht gedacht, dass sie dich dorthin schmeißt. Das ist ja ekelhaft. Oh, you're here early. I just ordered. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das? Ganz schön wird, dass alle blind werden. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Okay. Ich hoffe, die Unterhaltung geht jetzt so lange. Der Blick. You weren't supposed to drink that, Paimon. Oh. That was for you to rinse your utensils. That's a thing. Oh. Nein, ich spüre nicht vor, Ira. Ich spüre nicht vor. Gerade als sie dachte, dass das alle Gäste Gänge serviert worden sind, sie bringt die Kellnerin eine großzügige Portion Reisbrei mit Meeresfrüchten. Wahrscheinlich würde ich dort... Ich würde wahrscheinlich dort platzen. Du hast da ausgemacht, das war ja wohl klar. Nee, war nicht klar, weil bei einigen Events geht das tatsächlich, dass du dann davor wieder rausgeschmissen wirst. Also reingeschmissen wirst und nicht direkt mitten im Gespräch. Hatte ich halt auch schon mal. Bei welchem Event waren das? Wo Saino, Nari in Mondstadt waren mit Kolei. Damals. Da zum Beispiel habe ich das einmal gemacht. Da ging das. Oh. Oh, ist das ein schönes Bild. That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back, then. Eat, eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Gumming ist so eine Süßbacke, wirklich. Gumming ist so niedlich. Ich liebe ihn. Er ist so cute. I can't. I fucking can't. Eventuell wurde es wieder geändert. Ey, dann wäre das aber echt rückschrittig, wenn sie das geändert hätten. Hatte noch nie, dass ich wieder in die Unterhaltung reingeschmissen wurde, wenn das Spiel währenddessen ausging oder ich es alt entführt habe. Ja, hatte ich auch noch nie. Es war aber auch außerhalb eines Gebäudes, da ist nochmal was anderes und ja, ich klugscheiße. Okay, außerhalb, innerhalb des Gebäudes habe ich das noch nie gemacht, da hast du recht. Das wusste ich nicht, Grimm. Ach, scheiße. Das sollten die vielleicht dann aber auch mal ändern, dass man so vor dem Gebäude dann wieder spawnt. Ist das erste oder das zweite Frühstück? Das 30. Alter. Ich hab eigenartig, nicht einzigartig gelesen. Ich kann nicht mehr. Du beginnst langsam dich zu entspannen, unterhältst dich und das Essen macht dich rundum zufrieden. Bis nicht mal Paimon auch nur einen weiteren Bissen verdrücken kann. Das funktioniert? Das geht? Bis nicht mal Paimon auch nur einen weiteren Bissen verdrücken kann. Das funktioniert? Schrimps. Ey, no shit, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich Schrimps echt gerne gegessen. Aber halt auch nur die von... Oh, wie hieß der Laden? Ich glaube, der hieß Nordsee. Ich bin mir nicht sicher. Findet man dann so ziemlich jedem Bahnhof. Da habe ich gerne Schrimps gegessen. Aber auch nur die. Aber ich esse halt kein Fleisch mehr, also von daher. Hm. Echt, Kyo? Das habe ich voll vergessen. Some extra brain juice. Oh, listen, listen. Paimon's figured it out. So zwei, dreimal, glaube ich, ja. Oh. Oh. Ich mag Schrimps. Schrimps schmecken aber auch echt nur, wenn man sie richtig macht. Ansonsten schmecken die nicht. Aber wie gesagt, ich esse generell kein Fleisch mehr, also von daher. Nö. So Paimon hat es begriffen. Was begriffen? Mhm. Mhm.
Are you confusing me with Xingqiu? Yeah. Yeah. You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. Der ganze Boden hat gerade gewackelt, weil mein Nachbar gerade unten die Tür geschmissen hat. Bruder. What the fuck? More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Jetzt kommt's erst pleite. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Huh. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Teyvat to see what I could do. Das hat mich hier an die guten Zeiten. Okay, ich schließe meine Tür, zack, Internet weg. Nee, das war nicht, wenn ich die Tür geschlossen habe, das war, wenn ich sie aufgemacht habe und durchgegangen bin. Es war diese Tür, wenn ich rausgegangen bin, Internet weg. Die gute alte Internettür. Ich durfte nicht rausgehen, ich durfte nicht aufs Klo gehen, weil sonst Internet weg. Ist richtig dumm, Alter, ist richtig dämlich. Jedes Mal, ich die Tür geöffnet habe, boom, Internet weg. Ich reiz halt nicht. Das war wunderschön. Das war nicht toll. Ich hoffe, mein Internet hält übrigens heute durch, weil gestern Nacht, als ich im Voice war, war mein Internet einfach innerhalb von 3 Stunden irgendwie 2-3 Mal weg. Das war nicht toll. Ich hoffe, mein Internet hält heute durch. Gaming tut mir irgendwie sehr, sehr leid. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. Es gibt keinen Clip davon. No matter how hard I tried to convince him, it just went in. Weil das zu 99% nicht on-stream passiert ist, sondern tatsächlich off-stream im Discord. Ich zu der Zeit nicht wirklich häufig live war. Aber ja, es gibt keinen Clip davon. Leider nicht, ne. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Coming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. Schade, ja. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. Actually, we told Xianyun that we would go to her kite making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately?
She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-interest. Like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dice. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth. Hello there, comrade. Applying it to paper is another matter entirely. So I got a glass of Why water for you. Why didn't she tell me what she wanted them for? Drink up. Ich hab getrunken. Ich hab getrunken. Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites, only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dice in a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! Thanks! Okay, Q. Have fun. Have fun. Ich bin raus aus Genshin. Gehen wir wieder in den Avatar-Trailer rein. Hallöchen, Sven. Ich mach ganz kurz Genshin-Pause, weil Q auf meinen Genshin-Account möchte. Wir schauen uns jetzt den Avatar-Trailer an. Was geht? Okay, ihr müsst mir sagen, ob die Lautstärke so geht. Viel zu leise. Viel zu leise. Das ist selbst für mich viel zu leise. Ich mach's lauter. Ich mach das mal so laut. Ich hab's ja quasi hier leiser gemacht. Ich denke, das geht, oder? Gut, okay. Hoffentlich. Wir schauen uns die Trailer jetzt an. Auf geht's. Du musst dir Kontrolle über den Avatar-Zustand verschaffen. Er ist die ultimative Waffe. Er kann dir sogar dein Leben retten. Ich soll der Avatar sein. Die ganze Welt zählt auf mich. Nun habe ich keinen Schimmer, was ich tue. Stell dir vor, was passiert, wenn du es gar nicht erst versuchst. Okay, es sieht maximal gut aus. Sehr hyped. Ich bin sehr hyped. Ich dachte, ihr Feuerbändige hättet mehr drauf. Ich komme! Ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Aber eins weiß ich genau. Das hier ist erst der Anfang. Wir werden das ab Donnerstag zusammen mit Cypher schauen. Zu 100%. Ich muss das sehen. Das muss ich sehen. Hey, wie geil war denn dieser Trailer gerade? Hey, wie nice. Alter, ich bin hyped, okay? Ich bin hyped. Was haben wir denn noch für Trailer? Sag mir übrigens, wenn du fertig bist, ne? Was gibt's denn noch? Fertig. Oh, okay, perfekt. Dann können wir direkt wieder ein Genshin rein. Never mind. Dann können wir direkt wieder ein Genshin rein. Ich habe Genshin übrigens nie im Vollbild. Ne, nicht wundern. Ich muss das immer hier so richtig ausrichten und oh mein Gott. Genshin will echt, dass wir alle blind werden. Schrecklich. Schrecklich. Will ich wissen, was du gemacht hast, Q? Alter. Die Woche ist für mich voll mit Serien, die ich gucken will. Ich fühle das aber. Will ich wissen, was du gemacht hast?
Will ich's wissen? Charaktere. Wo soll ich hin? Warum Charaktere? Der Freitag, Donnerstag Avatar und ab Freitag, ich nehme an, dass F1 für Formel 1 steht, Drive to Survive. Geh einfach ein Stück weiter. Relax. Hier, Luke, öffne. Das hast du nicht gemacht, Kyo. Wehe. Wehe, das hast du nicht gemacht. Ich dachte gerade schon. Alter. Ich habe ein bisschen Angst. Das hast du nicht gemacht, Alter. Du bist so. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Kyo! Kyo! Das hast du nicht gemacht! Du hast mir nicht den Deluxe-Skin gekauft! Alter! Kyo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum? Wieso? Weshalb? What the fuck? Oh mein Gott! Okay, okay, Leute, die Look wird jetzt zu 100% ausgebaut. Definitiv zu 1000%. Perfekt. Ich kann nicht mehr, weil ich wollte, ja, ich merke das schon. Was ist denn los mit dir? Oh Mann, ey. Ich kann nicht mehr. Damit dein Deluxe jetzt auch gut aussieht. Ja, ja, danke. Ich mag den Skin so sehr. Ne? Ich mag den normal Skin von Deluxe nicht mehr so sehr. Also ja, er ist zwar schön, aber trotzdem. Kannst du ein paar, geh mal in den Shop, du kannst ein paar Primus auffüllen, wie... Alter, Alter. Wenn wir gleich so viel haben für einen 10er-Pull, gehe ich auf die Waffe von Chao. Ich wollte die schon letztes Mal haben. Ich gehe jetzt auf diese verdammte Waffe. Ich brauche diese Waffe. Danke, Q. Danke. Danke. Verabschiede mich aber mal für heute schon, da auf einmal die Müdigkeit reinballert. Okay, Grimm. Okay. Dann schlaf gut. Träum was Schönes. Fall nicht aus dem Bett. Bis später, Silie. Und viel Spaß. Vermutlich im Lurk, denke ich mal. Keine Ahnung. Aber ja, bis denne. Bis denne, Antenne. Das ist eine kleine Entschuldigung, dass mein Paket einfach nicht zu Porto kommt. Don't do that. Was für Entschädigung, Alter. Eure Pakete hängen auch noch hier irgendwo rum. Es ist halt so, ich komme auch nicht dazu. Das ist... Beziehungsweise, ich komme zwar schon dazu, aber ich habe halt kein Dingens, kein Geld. Wollen wir dann in Pirate für dich die Legis fangen? Ey, sehr gerne, sehr gerne. Können wir später gerne machen. An die Leute, die mitmachen möchten, die können dann halt auch gerne in Voice kommen. Süß nett. Jetzt Hasuin. Ich kann nicht mehr. Ich hab einfach den Skin von Diluc. Ich komm darauf nicht klar. Wartet. Let's finish this. Wartet. Fucking hell, ist dieser Skin hot. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieser Skin ist einfach nur hot. Und direkt daneben Knie mit ihrem Skin. Finde das passend. Stimmt. Also ja, jetzt nicht mehr, aber direkt daneben war eben Knie mit ihrem Skin. Ey, perfekt. Perfekt.
Wie bist du eigentlich gebaut momentan? Wir reden nicht darüber. We don't talk about it. We don't talk about it. What the heck? Hab ich bessere Artefakte für dich? Nee, wir gucken jetzt nach Artefakten. Das ist mir relativ viel. Ja, ich werde auch zur Not bis 1 Uhr morgens streamen. Ist okay. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ja, never mind. Das Ding ist, wen würde ich eher spielen? Lüni oder ihn? Ich glaube eher ihn. Sorry. Sorry, Lüni. Nee. Der auch auf wundersame Weise bei dir aufgetaucht ist. Ja, das ist, Alter. Actually, den Klee-Skin und den Deluxe-Skin. Alter, beide habe ich von Q. Q hat mir beide gekauft. Keine Ahnung, warum Q dies getan hat, aber danke, Q, danke. Nani würde nun weinen. Nani kann glücklich sein, weil ich habe vorhin den Flux Eisbaum gemacht. Ein paar Mal. Ich habe ihn jedes Mal eingesammelt für Keja. Jedes Mal. Macht das wegen dem LP nicht mehr Sinn auf Hu Tao? Ja, hier ist aber mehr OP drauf, ne, war mal. Ja, nee, gib her. Lass mal so. Digga, EP Mainstat ernsthaft. Warum hab ich nichts Gutes? Kein Wunder, dass das auf Null ist. Wenn du was nicht weißt, kannst du dich ja an meinem Deluxe orientieren. Ich würde ihn jetzt stinknormal auf KT und Crit-Schaden bauen. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich würde ihn stinknormal so bauen. Her damit. Nehmen wir es erstmal so, ist okay. Es ist auch nicht sehr viel besser. Aber ja, ich, oh Gott, die Talente. Die Talente! Hey, aber genug Bücher habe ich. Ich müsste halt nur einfach mal Dwalin machen. Den muss ich aber generell, glaube ich, für einige noch machen. Er bleibt jetzt erstmal in meinem Team. Ist okay. Wir spielen mal weiter. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hat Ganyu gerade wirklich geschlafen? I can't. Du hast gestern oder so darüber geredet, dass du gerne den Deluxe-Skin haben wollen würdest. Das sag ich schon so lange. Und mein Gehirn so... I want C1, Chanyon. Und wenn was übrig bleibt und es reicht, kriegt Aki ihren Skin. Sie kam direkt beim ersten 10er-Pull mit einem weiteren Gumming. Also war die andere Hälfte dann für dich. Hab dich lieb, du Gag. Ich hab dich so lieb, oh mein Gott. I can't. Oh mein Gott. Oh, ich hab echt die besten Freunde überhaupt. Ach, Mann, ey, Q, ich hab dich so lieb. Hab dich so lieb. Hast du noch Harz? Ich hätte noch was zum Auffüllen, aber ich wollte eigentlich heute nur die Story machen und dann wollte ich eigentlich in Palworld rein, weil ich so lange nicht mehr in Palworld war. Ich glaube, das, was übrig war, hätte sogar für einen weiteren gereicht. Alter. Alter. Ey, bin ich froh, wenn wieder irgendein Charakter kommt, den ich ziehen möchte. Weil ich habe meine 50-50 an Chichi gelost. Darüber bin ich nicht froh. Und ich bin jetzt bei, ich glaube, einer 65er oder 67er PT wieder. Meine Freunde, den nächsten Charakter kriege ich. Zur Not warte ich halt darauf, dass Chanyeon nochmal kommt, weil ich wollte sie eigentlich echt gerne haben. Ich wollte sie echt gerne haben. Es war halt echt jetzt unglücklich, dass ich sie nicht bekommen habe, aber zur Not warte ich halt einfach. Ist okay. Ist
okay. Bin auf die Enter-Taste gekommen mit Wundern. Ja, ich hab's gemerkt. Fühl ich. Passiert mir auch häufiger. Okay. Ich hab schon wieder voll vergessen, dass Ganyu ja diesen Charakter hatte, dass sie häufiger einpennt. Da war ja was. I'm sorry. Ich vergesse sowas dauernd. Perhaps we should try that. A guest at one mean restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Ganyu ist einfach wie ich, sie schläft einfach ein. Sogar mit Schlafgeräuschen. I can't. Mein R ist direkt neben der Taste. Meine Enter-Taste ist sehr klein. Was hast du für eine Tastatur? Wenn du eine kleine Enter-Taste hast, dann... Hast du eine Ami-Tastatur? Nee, warte. Die haben keinen Ö. Was für eine Tastatur hast du? Oder hast du eine amerikanische Tastatur mit anderen Keycaps? Ja, hab ich. Ah, okay. Okay, never mind. Ich würde gerade sagen, so, warte mal. Weil deutsche Tastaturen haben diese große Enter-Taste. Ich hatte ja auch mal eine ganze Zeit lang, so einen Monat oder so, so 2 Monate hatte ich ja auch diese amerikanische Tastatur. Die dann irgendwann ja einfach abgekackt ist, keine Ahnung warum. War eigentlich voll geil, habe ich eigentlich voll gefeiert. Problem ist, die hat einfach irgendwie nicht mehr funktioniert, hab die dann halt zurückgeschickt, hab mir eine andere Tastatur geholt, also jetzt habe ich eine Rocket-Tastatur. Aber boah, die war so schön, die Tastatur, wirklich. Die war so schön. Ich muss immer raten, welche Taste L, Ü, Ö ist. Du musst mir mal schicken, welche Tastatur genau du hast, ich will das mal wissen. Hast du eine große oder eine kleine prozentige Tastatur? Also 100%, 75%, 80%, 60%, 50% gibt's auch. Ich wollte immer eine 60%ige haben. Jetzt habe ich eine, ich glaube, 75. Ich habe eine 75%ige, glaube ich. Eigentlich wollte ich auch immer eine Funktastatur haben. Hat nicht geklappt. Apologies in advance. Wait, Shenhe, not there. Du siehst, wie Shenhe eine kleine grüne Flasche herausnimmt, daraus etwas von einer Minze duftende Flüssigkeit entnimmt und sie auf keine Sonne tut. Was? Ja, gut, okay. Du hast ein Numpad auf jeden Fall. Also du hast ein Numpad, dann hast du eine 100%ige. Mit Numpad ist 100%. Ich habe halt kein Numpad. Ich habe bis zu den Pfeiltasten. See, it worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Ich könnte nicht mehr ohne leben. Ich fand das Numpad immer so derbe unnötig. Ich habe da oben Zahlen, also bitte. Huh. Was it that effective? Ich kein und muss mir die Tastenkombination merken. Das Beste, was du machen kannst, ist dir andere Keycaps holen, also deutsche Keycaps quasi, und dann die Keycaps eben austauschen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Hallöchen, Cypher. Chilly, huh? Master always says, a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Pilot doesn't think that's what the expression means exactly. Ja. Ich will eh eine neue Tastatur. Die gibt's so langsam so, dass sie den Geist auf und ich will mal was Neues. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail.
I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Mann, mein Ohr juckt. I guess you don't. Sorry. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too! I want to participate in the kite-flying competition with my best friend! Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Jetzt war das Spiel selbst bei mir ganz kurz Roboter. Also falls es bei euch ganz kurz minimal Roboter war, dann es lag generell am Spielen. Ja, bitte. Bitte. Zeigt mir Chi-Chi einfach nicht. Ich möchte Chi-Chi nicht sehen. Ich bin immer noch sauer, okay? Danke. An ointment with me today. Enough. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Huh. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Ich werde mal ganz kurz, ganz kurz für 2 Sekunden in die Küche gehen. Ich möchte mir mal ganz kurz ein Glas holen, weil ich habe hier Apfelsaft stehen und ich möchte nicht direkt aus der Pulle trinken. Bin sofort wieder da. Gib mir 2 Sekunden, okay? Danke. Ah! Aua! Ich hab vergessen, dass ich diese verdammten Hörner hier habe und ich hab mich gerade voll gestoßen an den Dingern und hab mir das halbe Headset runtergerissen. Ich bin wieder da, Q. Kannst aufhören zu zählen. Q, auf zu zählen! Auf zu zählen! Q, hör auf. Es waren keine 2 Sekunden. Ich war schon wieder da, da hast du gerade die 3 in Chat geschrieben, bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir jedenfalls war es so. Aber dann wissen wir ja jetzt, wie viel, ja, Delay wir haben. Cool. Cool, cool. Wollte ich genau wissen. Jetzt wissen wir's. Bei mir warst du bei der 8 wieder da, aber ich wollte noch bis 10 schreiben. Also haben wir ein Delay von 2 bis 8. Alles klar. Cool. Nett. Hallöchen, Avan. So, ich habe Apfelsaft, ich bin glücklich. Und, boah Leute, ich habe mein Vorrat wieder aufgefüllt, ich habe Corny-Riegel. Ich bin so süchtig nach den Dingern, das gibt's nicht. Weiter geht's. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on, you clearly heard Paimon!
grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Können wir über dieses Sternchen in Paimons Augen reden? Hauptsache essen! Hauptsache essen, ey! Kennt. Okay, das sieht gerade so aus, als würdest du den Apfelsaft in Umis Bein kippen. Hauptsache essen, Paimon. Weißt du, Hauptsache essen. So delicious. Paimon's life is complete. Ja, du mich auch. Appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Alter, Paimon, du machst dich immer unbeliebter bei ihr. Wirklich, du machst dich immer unbeliebter. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. Sollte das nicht ein Workshop sein? Solltest du uns das nicht beibringen? Ich wollte es nur erwähnen. Okay, befüllt das Bein von Lumin mit Apfelsaft. Okay, warte, warte, Leute. Wartet, wartet. I need to see that. Okay, gut. I need to see that. Warte, nee, jetzt ist meine... Okay, müssen wir so gucken. Ich will meine Cam jetzt nicht verschieben, aber... Okay, never mind. Es ist so dumm. Einfach das Bein von Lumin befüllt. Ich komm darauf nicht klar. Okay. Okay. Mit wem reden wir zuerst? Das Beste kommt zum Schluss, Gamin kommt zum Schluss. Doing it right? Hmm, very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is Pfeifen kann sie gut. To seeing your finished product. Da gibt man sich so viel Mühe, das Ding zu schneiden und sie schaut nur die Hälfte. Okay, warte. Da. Hilfe. Oh Gott, jetzt. So, okay. Corny-Riegel. Ich bin so süchtig nach den Dingern, das gibt's nicht. Weiter geht's. Hä, aber mein Mikrofon hört sich wirklich besser an, oder? Es hört sich wirklich besser an. Hä? Ich bin... Oh mein Gott, jetzt bin ich richtig happy. Ich habe mein Mikrofon nämlich jetzt richtig eingestellt, Leute. Ja, finde auch. Ja, vorher, die Streams davor hast du immer so einen unangenehmen... Bass im Hintergrund gehabt bei meinem Sound, wenn ich rede. Aber jetzt hast du den nicht mehr. Ich finde das voll gut. Voll nice. Du schreist mir immer so ins Ohr. Ja, das... Sei froh. Okay. What color are you going to make it, Yao-Yao? I haven't decided yet. But if I make it blue, it'll be more like my friend. But if I make it gold, it'll be more like me. Okay, my friends, solange wir hier zuhören, gönne ich mir einen Corny-Riegel, weil ich actually heute kaum was gegessen habe. Ich mache mich so lange auf Mute, because of ich will euch nicht ins Ohr schmatzen. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold.
When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Wo sie recht hat, hat sie recht. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool! Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start right now. Alter, wie Lumine gerade weggerannt ist. Ei, das war super. Wie Lumine gerade weggerannt ist, war super. Das war einfach nur wundervoll. Krabbe, Krabbe, Krabbe. Her damit, danke. Jetzt gehen wir dorthin. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you, just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Sie fühlen sich fest an und sie haben keine spürbare Temperatur. Ähnlich bestimmten Heilpflanzen, die ich in der Vergangenheit zu mir genommen habe. Alles klar, Schende, alles klar. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. Welche Katze fängt an zu zittern, wenn man die Schnurrhaare berührt? Also, meine jedenfalls nicht. Wird's nur wehen. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Die machen gar keine Fortschritte. Die haben noch nicht mal mit dem Drachen angefangen. Okay. Beste kommt zum Schluss. Gaming. Hey, Gaming. Want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... Was ist los, Cypher? Warum verdammt? Warum verdammt? Was passiert? It would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? Erschreckend tut ihr mich mit den Sounds jetzt nicht mehr, weil ich die halt leiser gemacht habe, ne? Ich kann sie auch wieder lauter machen, aber dann dröhnen sie euch auch die Ohren weg. Mach die mal auf, keine Ahnung, 15%. So. I want a Swanee. That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. We should get started on our kite now. Let's go. Bau einen Drachen, cool! Geile Aufgabe. Bau einen Drachen. Oh, that's not a completely crazy idea.
Was? Warum? Nein. Exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Oh Gott. Huh? Oh Gott. Now, what expression should we give her since the kite is going to be flying super high in the sky? Der da sollte selbstzufrieden da reinschauen. Der Ausdruck sollte angsterfüllt sein. Das erste. Ich komme gleich durch den Monitor gekrochen, Paimon. Wirklich. Ich schreibe mir noch mal eins und ich komme ja durch den Monitor gekrochen. Ach so. Ja. Nee. Nein, 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 mach das nicht nochmal, nein! Ja! Holy, ey. Take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow! It's so pretty! Okay, das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus! Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at it for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. Gutes Nächtle, Benny. Schlaf gut, träum mal schönes Feine aus dem Bett. Schudelu. Sie ist aber auch wunderschön. Ganz ehrlich, sie ist wunderschön. The swanee that Gao Ming and Shu Yu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. Die können alle so gut basteln, ne? Die können alle so gut basteln, Alter. Ich will nicht sagen, wie mein gebastelter Drache damals aussah, okay? Nein. We don't talk about it. Der sah einfach aus wie, keine Ahnung, irgendein schiefes Dreieck, was am Himmel geflogen ist und direkt wieder abgestürzt ist. Never mind. Aber ja. Ja. Oh mein Gott. Alle haben sowas Cooles und dann kommen wir damit. Das self-important countenance bears a striking resemblance to the girl's namesake. It makes her look like she's already won the competition. Well, that's gonna happen one way or another. Is that the Jade Chamber? Oh?
dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Okay, ciao. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Da kriegt jetzt jemand aufs Maul. Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. Ich auch. Ich auch. Wozu? Ich hab Skara. Ich wollte es nur erwähnen. Okay, never mind. So weit wäre ich auch mit Skara nicht gekommen. So weit wäre ich niemals mit Skara gekommen. Never. Bin da. Schau jetzt draußen. Yes, yes. Spontaneous device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Wartet mal, mir ist aufgefallen, ich mach mal die Cam wieder ein bisschen weiter nach oben, damit ihr den Text richtig lesen könnt. Just saying. Mein ja nur. So, bitteschön. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes this kite belongs to you. Oh my God. The situation with which we are now confronted, this is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. Die beiden. Ja. RIP, Alter, RIP. So sauer, wie sie eben war, hallo? May suffice during lantern light. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. And pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well... Wir sind richtig schlecht im Lügen. Then we'll just be on our way. Huh. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Qianyin. Moon Carver? Mountain Shaper? What are you doing? Wollten die das nicht geheim halten? Haben die das nicht eben gesagt? Paimon, Alter. Ich hoffe, die beiden bekommen noch eine Summe
Summenbär-Variante. Was für eine Variante? Ja, oh, okay. Aber Gott sei Dank klaut Vitana mit Waffe. Ja, ja. Ich spüre meinen Neid. Ja. No consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply. Ach, so eine Variante, die man ziehen kann. Ey, das wäre so schön. Aber I'm sorry, dass das sagen muss. Jetzt sehen die halt aus wie normale NPCs, meiner Meinung nach. Dann sollen die bitte so eine richtig schöne Variante bekommen, die man ziehen kann, die spielbar wird, so wie halt eine Cloud Retainer. Es wäre halt schon schön, wenn die eine richtig schöne Variante dann bekommen. Wäre halt toll. Das wäre toll. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. Ich habe gerade, während du mir geschrieben hast, gesehen, dass du mir geschrieben hast und oh mein Gott, die Varianten werden so schön. Nicht nur, dass ich anfangen würde, auf beide zu simpen, nein. Ich würde beide ziehen wollen. Definitiv. Also sorry, aber please. Ich möchte die genau so haben. Dankeschön. I need them. Danke. Mein ja nur. Wie sehen die aus? Kannst Q freuen, die kann sie dir bestimmt schicken. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? Oh, all this flying from place to place is wearing. Gelitten, Paimon, gelitten. Aber jetzt mal seriously, ne? Ein Pull noch. Mann! Ja. Back. Paimon's pooped. Why are there only two? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. No. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down, no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying. Oh, das ist bitter. He looked quite dejected as he said this. Das ist bitter, dass das gesagt hat. Now that you mention it, wenn man bedenkt, welchen Hintergrund er hat. A rather strange attitude towards kites. Das kann möglich sein. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself,
Then I fear I understand his words even less. Es ist so gewollt, dass man als Spieler Gaming sehr gut versteht und Shenny ihn nicht versteht, oder? Es ist gewollt, dass man als Spieler Gaming richtig gut nachvollziehen kann, oder? Ich trinke die ganze Zeit, Q! Willst du, dass ich auf Toilette muss, oder? Glass of water for your thirsty ass. Drink up. Haben nochmal getrunken, bitteschön. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Ja. Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on thing, you know. Where are you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Was? Du warst nur kurz weg. Wie hast du so schnell gekocht? Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Könnte ich bitte auch genauso schnell kochen können? Und so viele Gerichte? Das wäre nett. Das würde ich auch wollen, danke. Shenhe, Ganyu, come with me. Play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. Mann, bin ich froh, Skara zu haben. Too slow. Ich liebe diese Skins. Oh Gottchen! Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? Huh? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! How should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Ich liebe diese Skins. Really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? Wartet mal kurz. So. Ich hatte hier die ganze Zeit so einen kleinen Minischlitz an der Seite. Der hat mich getriggert. And the material is sufficiently comfortable, yes? Oh, wartet mal. Mein Stream ist noch an, oder? Weil bei mir steht, dass mein Stream abgeschmiert ist. Nö, okay, alles klar. Twitch-Dashboard wollte mich nur verarschen. Cool. Danke, nach dem Neuladen ging's. Es wollte mich nur verarschen. Nett. Hab mir beide geholt. Ich würde sie mir auch holen, hätte ich die Charaktere überhaupt. Also, ich habe weder Ganyu noch Shenhe, also lohnt sich nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich seit heute den Deluxe-Skin habe. Danke, Q, danke. Oh mein Gott. Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use.
Haben wir nicht vorhin erst so viel essen, dass Paimon gefühlt nicht mehr fliegen konnte? Cool. Deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. Huh. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Ich werde nebenbei noch mal einen Corny-Riegel essen. Ich mache mich wieder auf Stumm. Ich werde das aber laufen lassen, also alles gut. Kite string. Huh. What strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Minogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment at a gathering of adepti. Bonanus once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Minogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Minogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Minogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. Sie will Gaming jetzt nicht wirklich wieder mit seinem Vater zusammenbringen, oder? That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps Adeptal Arts could be of use. No, no. Alter Leute, ich mochte diese Fanta einmal so sehr, ne? Ich werde nie wieder Fanta holen. Ich sag, wie es ist. Schmeckt nicht. Jedenfalls mir gerade nicht. Also Fanta-Exotik. Schmeckt mir nicht mehr. Normale Fanta schmeckt. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. Okay. Ich soll wahrscheinlich 2 Tage vorspulen. Yay, wir haben Nummer 2 abgeschlossen. Yay.
Wie viel Primus habe ich? Kann ich vielleicht, das mache ich so selten, kann ich vielleicht irgendeinen Charakter hochstufen, dass ich diesen Pull kriege, in der Hoffnung, dass ich Forster kriege, dass ich die Punkte bekomme, dass ich mir einen Event-Pull kaufen kann. I'm sorry, das mache ich derbe selten, aber vielleicht kriege ich es schon hin. Das sind alle Stufe 40, ich brauche jemanden, der Stufe 50 ist. Und noch nicht hochgestuft, das wartet. Wir gucken bei Thoma. Hoch. Nee, die Feuerhypostase mache ich jetzt nicht. Du, nee. Nein. Niemals. Das könnt ihr sowas von vergessen. KW, wen brauchst du? Du brauchst die Dendrohypostase. Und die Dinger. Die Dinger sind okay, die kriegt man schnell, aber Dendrohypostase, boah, die habe ich auch gar keine Lust, ne? Das könnt ihr vergessen. Was brauchst du? Weilbeeren finde ich. Krieg ich wahrscheinlich auch hin. Machen wir die Elektrohypostase. Wen haben wir denn noch? Nee, nicht für Körper und das Sort. Nein, das lassen wir mal, ne? Das lassen wir direkt bleiben. Dich bräuchte ich sogar. Anordnung immer während der Vorrichtungen. Das Ding kann ich noch herstellen, das weiß ich. Ist ja was, dann machen wir das jetzt schnell. Ist okay. Kriegen wir hin. Wir brauchen 40 dafür, ne? Ja, ist okay. Dann mache ich den Rest, mache ich angereichert, ist das okay. Dann machen wir das ganz schnell. Dann werden wir jetzt Goro gleich hochstufen, weil Goro brauche ich sowieso irgendwann für Ito. Muss ich sowieso noch ausbauen irgendwann. Dann kriegen wir einen Free Pull in der Hoffnung, dass es ein verdammter Pull ist, für den ich mir das Ding jetzt hier kaufe. Das hier dann. Ich brauche einfach nur einen Forster. Bitte. Ein Forster. Ist mir Ralle, ob es eine Waffe ist oder nicht. Ein Forster. Ich brauche hier, brauche ich Elektro? Ich glaube, ich bin Elektro bei dem Ding, oder? Wait. Let's finish this quickly. Wisst ihr, wie selten ich gegen dieses Ding gekämpft habe? Ich habe nur für Ayaka dagegen gekämpft. Ich wollte gerade Ayaya sagen. Grimm färbt ab. Nee, warte, welches ist es? Das da, oder? Nee, okay. Warte, was? Doch das. Ich bin so verwirrt, was das angeht, wirklich. Geht doch. Ha! Yay. Wir haben sogar zwei bekommen. Toll. Was brauchten wir? Geisterherz, ne? Kriegen wir hin? Ich hab Hoffnung. Ich hab Hoffnung. Wahrscheinlich geht meine Hoffnung gleich zugrunde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, gut, danke. Ist es hier? Ja. Zum Auftrag. Nee, okay. Ja, ist okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Es ist nicht Geisterherz. Wo habe ich Geisterherzen? Hier. Gespensterherz, Geisterherz, whatever. Beides dasselbe. So. Guru, wo bist du? Hm? Her damit. Hab ich da gerade ein Ausrufezeichen gesehen? Habe ich nicht, oder? Nein, gut. Ich dachte, da wäre ein Ausrufezeichen. I'm sorry. Okay. Drück Däumchen, dass wir einen Forster bekommen. Ich hasse dieses Spiel manchmal wirklich.
Manchmal hasse ich dieses Spiel, weil welcher Pity bin ich da eigentlich? Warum wundere ich mich überhaupt, dass ich keinen Forster bekommen habe? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59 jetzt. Mit dem Pull von eben. Mann! Hau ich jetzt 9 Pulls einfach so raus? Was habe ich hier für eine Pity? Es wird eh nichts. Weißt, wisst ihr was? Ich hau die 9 Pulls jetzt einfach so raus. Ist okay. Ja, hau die jetzt einfach so raus. Ja, ich esse gerade eine Salzstange. Lasst mich. My friends, soll ich just for fun einen Pull bei Yae machen? Soll ich? So viel zum Ten-Pull. Nee, ich wollte jetzt nicht warten. Kannst du vergessen. Ey, ihr meinen Forster. Yay, eine Favorinius-Lanze. Nein, oh, okay. Dann mach ich keinen Einzelpull auf Yae. Hinterher bekomme ich sie noch, ey. Ja. Was? Ich habe zu viele Waffen, ernsthaft jetzt? Huch. Ja, komm, davon habe ich genug. Hier, komm, 100 Stück, weg damit. Ich habe einfach zu viele Waffen, ey. Ich kann nicht mehr. Wie dumm ist das denn? Ey, come on, bitte. Mann! Hatte Hoffnung. Ich will nur deine verdammte Waffe haben, wirklich. Nein. Mist. Huch. Okay. My friends. Ich weiß nicht. Wollen wir noch weiterspielen oder nicht? Wir müssen echt wieder zusammen diverse Dinge spielen. Holy Macaroni. Ich aktiviere die alle nicht, das könnt ihr vergessen. Mm-mm. Aber das ging ja jetzt echt schnell vorbei. Wollte ich doch noch Palworld spielen, ja. Aber es ist auch erst 22.17 Uhr. Das ging jetzt aber echt schnell vorbei. Hätte nicht gedacht, dass ich da nur eine Stunde brauche. Weil, sorry, aber eine halbe Stunde haben wir rumgetrottet, weil du auf meinen Account wolltest und wir dann noch den Dingens geschaut haben und dann haben wir noch gewartet und sowas. Eine halbe Stunde war das nicht, vielleicht 20 Minuten, aber trotzdem. Das ging jetzt echt schnell vorbei. Aber ich mag die Story halt auch, ne? Ich finde die Story, die wird schon... Also am Anfang war es so, okay. Das war jetzt sehr toll. Aber wisst ihr was? Wir haben ja auch noch Zeit, ne? Wir haben ja noch 5 Tage Zeit. 5 Tage und 5 Stunden.
Wie sah denn jetzt mein Streamplan nochmal aus für die Woche? Also morgen streame ich nicht, das weiß ich. Aber Donnerstag und Freitag vielleicht Genshin und Pyworld. Das wäre halt auch eine Idee. Ach so, ja, nö. Ja, okay. Wir gehen in Pyworld rein.